Ja, und auch für ihn ist das eine besondere Partie. Tim Kruse, der Sechser vor der Abwehr, spielte 4 Jahre für RWO, kam nach dem Abstieg aus der zweiten Liga nach Saarbrücken. Und auch für FCS-Neuzugang Mustafa Salifu, der kickte mal für die Kleeblätter in der zweiten Liga, kam über den Umweg England ins Saarland. Mario Basler, Oberhausens Trainer, seit 5 Spielen im Amt, soll den freien Fall in Liga 4 verhindern. Also rein in diese Partie. Saarbrücken mit der gleichen Elf, die zuletzt in Haching verloren hat. Oberhausen dagegen muss verletzungsbedingt und wegen Gelbsperren gleich 4-fach wechseln. Hasan Begovic, Toro Nariga, Forbes und Schellen neu im Team. Die Abtastphase dauert nur wenige Sekunden. Als Wurz zum ersten Mal zulangt gegen Hasan Begovic. Dafür gibt's zu Recht den gelben Karton. Der 19-jährige Wurz, vielleicht etwas übermotiviert, hatte sich nach der Pleite in Haching ja schwarz geärgert. Oberhausen also mit dem Freistoß. Mario Klinger, und da ist es passiert. Der Treffer auf den ersten Blick regelkonform, kein Abseits. Mario Klinger hier in dieser Szene zu sehen. Der FCS aber reklamiert Handspiel, doch der Arm von Klinger ist angelegt, also richtige Entscheidung. Wie reagiert Saarbrücken? Geschockt? Nein, Fehlanzeige. Das ist Laux. Noch einmal Laux. Und Ziemer. Marcel Ziemer mit der Riesenchance. Aber ohnehin abgepfiffen, Abseitsposition des Mittelstürmers. Hier ist es deutlich zu sehen bei der Ballabgabe. Aber Jürgen Luginger merkt, dass sein Team sich schwer tut. Und RWO wieder im Ballbesitz. Freistoß. Und nochmal wird's gefährlich. Wieder Klinger. Da stimmt die Zuordnung nicht im FCS-Abwehrverband. Das ist deutlich zu sehen. Mario Basler kann sich das Grinsen nicht verkneifen, ist wohl selbst überrascht von seinem Team, das hier richtig gut mitspielt. Saarbrücken aber drängt jetzt. Sögler und die Querleitung. Sven Sögler ist kein Kopfballungeheuer, aber den muss er natürlich eigentlich machen. Der FCS wie so oft über die linke, die starke Mittelfeldseite. Und Ausgangspunkt war der schnelle Wurz, hier zu sehen. Und Zögler kommt nicht richtig hinter den Ball. Wer aber denkt, dass die Kleeblätter sich nur noch aufs Ergebnis halten beschränken, sieht sich getäuscht. Borutski und Marina, klasse Aktion des Keepers. Denn der hätte genau in den Winkel gepasst. Nur noch Sekunden bis zur Pause. Eckball für Saarbrücken durch Sögler. Ziemer, Tor, 1-1. Endlich der Ausgleich für die Hausherren. Ziemer mit seinem 5. Saisontor. Wie heißt es so schön? Der psychologisch wichtige Zeitpunkt. Das ist eine Floskel, aber sie trifft zu. RWO hat beide Pfosten abgedeckt und kassiert dennoch den Ausgleich. Weil Ziemer hier höher steigt als alle anderen. Der ehemalige Wehner bringt den FCS zurück in die Partie. Die Fans trotzdem zur Pause ein wenig kritisch, denn noch läuft's nicht richtig rund bei ihrer Mannschaft. Zweite Hälfte. Saarbrücken braucht ja den Dreier, sonst ist Relegationsplatz 3 in Gefahr. Wurz, immer noch Wurz. Tor, 2-1. Johannes Wurz, der Youngster, trifft. Und welch ein Zuckerpass von Ziemer mit dem Außenriss. Und dann lässt sich Wurz nicht lange binden. Keine Abseits, Wurz überläuft die Viererkette, hat aber dann natürlich auch ein wenig Glück, klar, mit diesem noch abgefälschten Ball. Aber der Junge hat das, was man einen Lauf nennt. Im Moment klappt fast alles. Saarbrücken führt endlich. Jürgen Luginger weiß
Auch letzte Woche hatte sein Team 2:1 geführt und ließ sich dann doch noch die Butter vom Brot nehmen. Einwurf Saarbrücken. Kohler abgefälscht. Und wieder Wurz. Tor 3:1. Der ist ja gar nicht mehr zu halten. Nur 7 Minuten später klingelt's wieder für Saarbrücken. Was dieser erst 19-jährige Junge leistet, der letztes Jahr noch A-Jugend kickte, ist unglaublich. Kein Abseits, die Kugel kam eh vom Gegner. Aber wie abgebrüht ist dieser junge Wurz, der so ein wenig an den Shootingstar der letzten Jahre, Manuel Zeitz, erinnert. So kometenhaft verläuft im Moment sein Aufstieg. Tja, war das der K.O. für RWO? Freistoß nochmal für die Gäste? Florian Abel. Und der Anschlusstreffer. 72. Minute, kalte Dusche, das 2:3. Die Saarbrücker Mauer springt da eher halbherzig hoch. Und Brown Forbes war es, der mit dem Kopf erfolgreich ist. Wird Saarbrücken jetzt etwa noch mal nervös? Nein, das Motto heißt weiter Attacke. Ziemer. Sökler. Ziemer. Wurz, immer noch Wurz. Oberhausen hat fertig. 4:2, 79. Minute. Was für ein Tag für Johannes Wurz. Ein perfekter. 3 Tore in einem Spiel. Mein Gott, hat der junge Nerv. Perfektes Zuspiel von Ziemer hier zu sehen. Und der Rest ist zum mit der Zunge schnalzen. Der Tunnel für Torwart Hartmann besiegelt die Niederlage von Oberhausen. Noch 5 Minuten zu spielen. Inzwischen ist Neuzugang Mustafa Salifu im Spiel. 85. Minute. Salifu 5:2. Mustafa Salifu mit dem Schlusspunkt in dieser Partie. Johannes Wurz diesmal als Vorbereiter und nicht als Vollstrecker. Und der Togolese mit dem ersten Treffer für den FCS. Mann des Tages aber ist ein Youngster, der vor Coolness nur so strotzt. Ich denke, der Ausgleich vor der Halbzeit war ganz wichtig für die Moral. Und dann nach der Halbzeit kamen wir halt gut raus, haben dann ganz gut gespielt und ja, im Endeffekt dann auch eine klare Sache mit 5:2. Die Mannschaft hat tolle Reaktionen gezeigt und ist nicht einfach gegen Oberhausen zu spielen. Und ich denke, wir haben tolle Tore gesehen und die Mannschaft hat super gespielt. Jetzt heißt es, diesen Schwung mitzunehmen in die nächste Partie in Chemnitz.